Vielen Dank für die Einladung. Ich weiß, dass man zu Weihnachten immer sehr beschäftigt ist. Doch ich muss dich unbedingt was fragen. Es ist unheimlich wichtig. Also, ist alles wahr, was du geschrieben hast über dieses Silberdorf, Günther? Natürlich ist alles wahr. Seine Antwort war eine Lüge. Sein Blick sagte mir die Wahrheit. Günther, du vermisst Lord Ecke. Woher weißt du das? Selbst ich vermisse jemanden. Ganz besonderen. Ein Wesen aus einer anderen Welt. Welten mögen getrennt sein, aber die Verbindung nicht. Diese Verbindung ist zwar da, aber es gibt nur einen Ausgang. Einen Eingang habe ich noch nie gefunden. Plötzlich fiel mir wie ein Stein auf den Kopf eine verrückte Idee ein und teilte sie sogleich Günther mit. Günther, ich habe eine Idee. Wir fragen einfach den Weihnachtsmann, ob er uns nach Silberdorf bringen kann. Das ist die dümmste Idee, die ich je gehört habe. Bin dabei. So, als erstes schreiben wir den Weihnachtsmann einen langen Brief. Lieber Weihnachtsmann, wir hätten einen Wunsch an dich. Bitte bring uns beide nach Silberdorf. Wir vermissen dort viele Freunde, unterzeichnet Günther und Fragezeichen Man. Du kannst nicht mit dem Namen unterzeichnen, das muss schon dein richtiger Name sein. Na schön, aber nichts gucken, okay? Meine Schrift war so krickelkack, dass Günther es eh nicht entziffern konnte. Wir schickten den Brief ab, doch das war es nicht genug. Wir legten Fallen aus, falls der Weihnachtsmann unseren Brief vergessen hat. Moment. Wenn er die Schnur betätigt, ein Brief in sein Bad einfliegen würde, wo alles drin stand. Stunden vergangen. Plötzlich merkten wir beide, es war Heiligabend angebrochen. Doch wir waren von dieser Aktion beide so müde geworden, dass wir einschliefen. Wir schliefen, so als wüssten wir, unser Wunsch wird es in Erfüllung gehen. Plötzlich, es war nur ein Funken, den ich sah, begann eine ganze Winterlandschaft zu erstrahlen. Es war draußen, aber wir waren gerade erst drinnen. Plötzlich sehe ich rechts von mir ein gefrorenes Kanimani. Das war eindeutig Günther. Das bedeutet, wir waren wirklich angekommen. Es begann Günther zu schieben, zumste eine Richtung, wo es warm war, um Günther zu enteisen. Doch es ging und ging vorwärts. Doch es fand kein Pokémon, keine Stadt. Plötzlich verlässt mich selber die Kraft. Doch ich schaute mich an. Das kann nicht das Ende sein. Mir fällt dennoch in diesem Augenblick eine letzte Idee ein. Mit meiner letzten Kraft setzte ich mich auf den Eiswürfelschlitten namens Günther und begann mit einer Aquaknarre nach vorne zu donnern. Ich versuchte so schnell wie es ging, dass der Wasserstrahl begann langsam zu erfrieren. Die verbleibende Kraft schaffte es bis zu einer Stadt. Diese Stadt war total verschneit. Ich konnte nicht mehr sehen, welche Stadt es ist. Es hatte keine Kraft mehr gehabt. Und es wurde unmächtig. Es begann mir zu weinen. Soweit habe ich Günther gebracht und jetzt fasse ich auf, um nur zu wissen, dass alles nur ein Traum war. Das ist fast da auf und ich vernahmte, dass es kein Traum war. Wir beide waren in einer Hütte, die mit einem Kamin geheizt ist. Ah, du bist also auch wieder wach. Sagte mir Günther mit einem großen Grinsen. Was ist passiert? Bevor Günther was dazu sagen konnte, fiel Floink ins Wort. Ich habe euch beide gerettet. Danke, Floink. Danke, Floink. Woher kennst du mich und was macht ihr beide überhaupt da draußen? Ich kenne dich von Günther. Wir suchten Silberdorf. Verstehe. Gut, dass ihr es gefunden habt.
Weißt du, ob Lord Ecke in der Stadt ist, Floink? Floink schaute dann traurig zu Günther rüber. Nein, leider. Seit Monaten fehlt jede Spur von ihm. Niemand weiß, wo er im Moment ist. Laut Gerüchten zufolge ist er losgezogen, um dich zu finden, Günther. Günther wurde wieder sehr traurig und sagte: Lord Ecke, wo bist du nur? Floink, ich muss dich aus was fragen. Ist in letzter Zeit eine Schlastbauer in der Stadt vorbeigekommen? Jetzt, wo du es erwähnst, ja, es hat nach etwas gesucht. Und wonach es gesucht hat, weiß keiner. Aber es hat an jedes mögliche Haus geklopft und sich dann entschuldigt. Denkst du etwa... Nein, ich denke nicht, antwortete es drauf. Günther und Floink verstanden nur Bahnhof. Floink, weißt du, wo dieses Schlast hin wollte? Es wollte zur Knuddelluftgilde, soweit ich weiß. Günther, wir müssen sofort zur Knuddelluftgilde. Ihr solltet noch hierbleiben und den Schneesturm abwarten. Das kann ich nicht, Floink. Ich muss gehen. Warum eigentlich so plötzlich? Würde es das alles verraten, stecken wir alle in großen Schwierigkeiten. Es rannte daraufhin raus und sagte dann los: Danke, Floink. Aber es muss wirklich los. Draußen vor der Hütte stand ein Schlitten. Es macht sich so nichts, wenn es in Borge mir von Floink. Es begann mit dem Schlitten nach vorne zu treiben mit meiner Aquaknarre. Plötzlich sprang mir aus ein Pokémon auf den Schlitten. Es war Günther. Ich weiß nicht, was dich so in Eile versetzt hat, aber ich helfe natürlich. Und Günther gab dem Schlitten einen Turbo-Boost. Es passierte kurz mit meiner Aquaknarre. Und sagte dann: Danke, Günther. Mit einem Turbo-Tempo kamen wir bei Schatzstadt an. Es rannte die Gilde rauf. In der Gilde schliefen alle. Verdammt, wir sind zu spät. Wieso? Die schlafen alle doch nur. Die schlafen nicht nur. Sie sind alle in Albträume gehüllt. Was? Plötzlich stand ein Schlast in der Gilde. Wie konnte das nur passieren? Wieso konnten wir das nicht verhindern? Begann Schlass zu weinen. Und wo bist du nur, Mark? Er bemerkte nicht mal, dass es hinter ihm stand. Es wollte ihn vom Rücken klopfen, um ihn zu beruhigen. Und es fühlte seinen Schmerz. Doch plötzlich setzte Geistesblick ein. Es konnte mich überhaupt nicht bewegen. Skype. Dass du auf diese Täuschung reinfällst, ist einfach nur köstlich. Und von Vorschein kam ein Zora, dass sie sich die Last ausgegeben hatte. Günther, lauf weg, schrie es drauf hin. Nein, ich lass keinen weiteren Freund im Stich. Und zielte mit seiner Aquaknarre auf Zora, der elegant ausweiste. Plötzlich erschien eine riesige Gestalt hinter Günther. Ich schrie nur: Pass auf, Günther! Doch es war zu spät. Diese riesige Gestalt schickte Günther ins Reich der Albträume. Es war Darkrai. Darkrai, wie bist du nur hierher gekommen? Das ist doch unmöglich! Das denkst nur du. Schließlich war es ja dein Wunsch, der mich so mächtig werden ließ. Schließlich werde ich mit jedem Albtraum stärker. Hättest du dir nur nie gewünscht, in die Menschenwelt zurückzukehren, würde er noch leben. Ich wollte halt meinen Freund wieder in meiner Welt sehen, wie zum Beispiel Günther. Und nun werde ich dies für ein und allemal vernichten, wie lange ich nur auf diesen Moment gewartet habe. Darkrai landete eine riesige Dunkelkugel aus. Das ist wohl mein Ende. Das plötzlich hörte seine Stimme aus der Entfernung. Gib nicht auf! Und rieß einen riesigen Feuersturm gegen die finstere Kugel und die zerbrach. Wer bist du? Du willst also meinen Namen wissen? Weißt du nicht mehr, Aporet? Ich bin nicht Aporet, verdammt nochmal. Mein Name ist Darkrai. Was du nicht sagst, Apo.
Der Krei war so wütend, dass er nicht die Hydropumpe von Günther von hinten bemerkte. Autsch, das werdet ihr bereuen. Der Krei begann wild um sich zu schießen, aber seine Angriffe waren schwächer geworden. Günther und Lord Ecte sagten darauf: Wollen wir es ihm zeigen? Ja, gerne. Günther und Lord Ecke und Is greifen gleichzeitig an. Der Krei lag am Boden. Na, warte, ihr habt Los Nist gewonnen. Der Krei versuchte sich zu reagieren. Wir müssen die Gildenmitglieder wecken. Aber wie? Dann, indem wir die Verbindung stärken. Günther machte die Augen zu. Lord Ecke tut ihm nass. Alle legten die Hand aufs Herz. Es machte die Augen aus zu. Es fühlte die Worte des weißen Gildenmeister, die tollen Ausdrücke von Sonflora, die katastrophalische Lautstärke von Krakelo, das Klingen von Pamlin Palim, die wankelnde Stimmung von Plaudergei, die Fressengeräusche von Klipunkel, die von Brettern zuschlagenden Dikta und Diktris, das freundliche Lächeln von Pediza und zu guter Letzt das Lächeln von Chilast. Es machte meine Augen auf und alle Pokémon waren wieder was. Darkrai lag am Boden. Irgendwelche letzten Worte, ApoRed? Mein Name ist nicht ApoRed, es ist Darkrai. Und die Gildenmitglieder greifen alle miteinander an. Darkrai lag am Boden. Endlich ist es vorbei. Darkrai ist besiegt. Der Wassmeister nahm ihn fest. Alle waren fröhlich und ausgetobt. Vielen Dank, Günther und Blattecke. Und, du bist? Mir rennt da eine Träne runter, denn am liebsten hätte ich gesagt, das ist es, bin das Mark. Aber ich sagte nur drauf, mein Name ist Mark, freut mich, euch kennenzulernen. Zusammen mussten wir mit allen Gildenmitgliedern und Bewohnern von Stadt und Silberdorf eine riesige Weihnachtsfeier. Darkrai und Zora feierten Weihnachten friedlich im Pokémon-Gefängnis. Es wäre alle da, bis auf einer, nämlich Lars. Du wirst ihn schon finden. Danke. So, sagte Lord Ecke vorhin. Nachdem wir uns alle so amüsiert haben, ging Lord Ecke und Günther und Is zum Strand, der ziemlich verschneit war. Hier haben wir uns zum ersten Mal getroffen, sagte Lord Ecke. Ja, die Krabben haben damals Blasen geblasen und die haben in der Sonne geglitzert. Plötzlich fühlte es was Eigenartiges. Es war nicht nur Lord Ecke, der sprach, es glaubte meinen Augen nicht. Schlaß stand neben mir. Und wir versprachen, uns ein Retterteam zu bilden. Es begann Schlaß zu umarmen und weinte. Wo warst du denn so lange? Ich weiß es nicht und ich weiß es immer noch nicht. Ich spürte, dass Schlaß zwar hier war, aber aus gleichzeitig nicht. Er gab mir was in die Hand und sagte: Ich wünsche euch beiden frohe Weihnachten. Und wie ein Traum verschwand alles. Wir wachten auf. Is und Günther konnten das nicht erklären, was gerade passiert ist, aber wir wussten, dass es kein Traum war. Günther stand auf und sagte: Wir müssen uns noch beim Weihnachtsmann bedanken. Er stolperte über den Draht und bekam den Brief ins Gesicht schleudert. Aber diesmal stand was anderes im Brief drinnen. Lieber Mark und Günther, ich habe keine Ahnung, wo dieser sogenannte Silberdorf genau ist. Aber selbst wenn ich das nicht weiß, heißt das noch lange nicht, dass es es nicht gibt. Daher wünsche ich euch viel Erfolg beim Suchen und fröhliche Weihnachten. Er weiß nicht, wo Silberdorf ist. Aber wie das? Egal, wir waren dort und konnten mit allen feiern. Das war das schönste Weihnachten überhaupt. Da hast du auch wieder recht. Und eines Tages, weiß es genau, findest du Schlast und sie zählt einen Pokéball in die Höhe. Günther sagte darauf los. Und ich verspreche dir, Lord Ecke, ich werde dich so wie ich es schaffe, in deine Welt zu kommen. Den ganzen restlichen Tag feierten wir noch zusammen und dann nahmen wir Abschied. Ob das unser letztes Mal zu Weihnachten hinter
Pokémon-Welt war, wird es noch sein, denn die Zukunft ist nicht geschrieben. Und ich und Günther wünschen uns allen ein wunderschönes Weihnachten. Hau, hau, hau! Und ciao.